Captain DeShant here. We secured the underground route to the coordinates. Should have seen it coming. It didn't take long after the fall of the Umbrella Corporation for their bioweapons to end up in the hands of terrorists. A new era of bioterrorism descended upon vulnerable countries, shifting the balance of power throughout the region. People in the destabilized areas soon feared another incident like Raccoon City was inevitable. As panic spread, governments of the world turned to the Global Pharmaceutical Consortium, which formed the anti-terrorism unit, BSAA. Operatives of the BSAA were sent to infiltrate and neutralize bioterrorist hotspots, restoring safety and stability to various regions around the globe. Welcome to Africa. My name is Sheva Alomar. Chris Redfield. Your reputation precedes you, Mr. Redfield. It's an honor. Just Chris, thanks. So you'll be accompanying me to the destination? Yes. Tensions are running high ever since the change in government. I'll bet. Intel says it's a haven for terrorists now. And I'm not going to be happy to see an American, BSAA or not. That's why I'm your partner. Help put them at ease. Well, I'm sure you'll do just fine. Partner. You okay? Yeah, sorry. It's nothing. Let's go. Casualties continue to mount over the long years I've struggled. More and more I find myself wondering if it's all worth fighting for. Maybe one day I'll find out. Hey! Uyo Nkenti! Alafanya nini hapa? You don't have to get touchy. Let's go. There is one thing I do know. I have a job to do, and I'm gonna see it through. Ja, hi. Und willkommen. Mein Name ist Daniro EP. Und ich bin Metal Mario Master. Und man sieht's vielleicht hier nicht, aber wir kommen euch hier zu Resident Evil. Außer ich habe irgendwie das Intro vorher reingeschnitten oder so, keine Ahnung. Er wird schon reinschneiden. Ja, Resident Evil 5. Boah. Es hat lange gedauert, Howard, bis wir endlich dieses Spiel spielen können. Ja. Also ich bin sehr gehypt. Wir spielen auf Veteran. Ja. An. Ich glaube, ich werde mich ziemlich dämlich anstellen, weil ich habe Resident Evil 5 doch nicht durchgespielt. Er ja. Hingegen schon. Ja, ich scroll ja gerade hier durch meine ganzen Schätze, die ich schon gefunden habe, aber nicht habe. Ja. Und ja, ich musste all meine Sachen verkaufen, damit ich auch hier so einen kompletten Neustart habe, weil anders geht das nicht. Man kann sein Spiel schon leider nicht löschen, man kann nicht komplett von neu anfangen. Was ein bisschen schade ist. Also, die Rollenverteilung. Ich spiele als Chris Redfield. Und ich spiele als Sheva, ich glaube, Alomar. Alomar irgendwie heißt die. Ich weiß das nicht. Ich glaube schon. Und ja, wird lustig. Ich habe das Spiel schon gespielt ein paar Mal und wird lustig. Ja, ich habe es noch nicht durchgespielt. Ich bin halt eher Resident Evil 4 hier gewöhnt. Da habe ich nämlich auch schon auf Profi durchgespielt und Mann, das war eine Tortur. Aber reden wir jetzt nicht über Resident Evil 4, wir spielen jetzt Resident Evil 5 und ich würde sagen, wir fangen an. Wir fangen an, ja. Okay, ich drücke auf fertig, aber da steht verlassen. Ja. Dann mach mich ein bisschen nervös. Okay. Ja. Aber ich glaube, dass jetzt das Intro, glaube ich, doch noch kommt. Ah, ne, doch nicht. Schade. Okay, dann wäre ich da. Muss Daniro das reinschneiden. Ja, ich werde mir schon mal einfallen lassen. Auch den Titelscreen irgendwie so zeigen und so. Mhm. Das konnten wir auch nicht sehen. Ja. Chris hier. Coming in loud and clear, Kirk. Yes, we read you. So, Story, Resident Evil 5. That's where Irving will be.
Wir sind in Afrika. Genau. Weil hier geht irgendwas ab. Ich weiß nicht mehr genau was, aber. Der Shit geht ab. Da sind Krähen. Hallo Krähen. So, und du siehst zwar jetzt nicht, was ich hier meine, aber ich habe meine Grafikeinstellung mal ganz runtergeschraubt. Ich habe, glaube ich, auf niedrig alles hier eingestellt. Okay. Weil auf den höchsten Schwierigkeitsgrad hat er doch schon so ein ganz klein bisschen geruckelt. Deswegen. Jetzt nicht so zu dem Punkt, dass man sich da nicht anschauen kann, aber ich habe es lieber mal runtergeballert. Wir können es ja, man kann es ja auf YouTube auch noch mal ja. auf 1080p auch bringen. Ja. Ja, da wird, glaube ich, nichts bringen mit denen. Also, ja, das Spiel sieht doch noch gut aus. Selbst auf die Richtung. Ja, das sieht wirklich gut aus. Man erkennt hier Leute, ne? Ja. Hallo, ihr Leute. Hallo. Ja, ja. Hallo. Mach mal weiter. Weißt du irgendetwas über dieses Spiel? Ich weiß viel über dieses Spiel. Ich hab's im Let's Play auch schon angesehen. Ich hab's halt nur nicht selber durchgespielt. Okay. Dann wird das lustig. Also ich weiß auch so ziemlich, was hier abgeht. Oh, Cutscene. Ja. Jetzt bitte nochmal auf Deutsch. Dankeschön. Ja. Die ganze Stadt ist irgendwie leer. Dabei waren doch hier noch vor 10 Sekunden noch ein paar Leute. Sind die jetzt hin? Wahrscheinlich beim Bingo. Genau. Bongo! Das heißt Bingo! Ich wollte schon gerade was ausprobieren, aber wir haben ja noch gar nichts. Ja, wir haben wirklich noch gar nichts. So. So. Okay. Mach mir mal die Tür auf. Danke. So öffnet man Türen. Was war ein Janet? Good. Danke. You're both here. Come. Okay, wir kommen. You too. This way. But maybe because of the new government, the people around here are a little on edge. You should do what you came here to do and go home. Yeah. They really roll out the red carpet for us Americans. Schade eigentlich. Dass sie für uns sich den roten Teppich rausrollen. Ja, Amerikaner, wir sind doch überall beliebt. Ja, natürlich. Oh. Hm. Du darfst den Koffer aufmachen. Nice. Ich nehme immer das. Mehr kann ja, genau. Moment, ich habe ja schon eine Waffe. Ja, du hast schon eine Waffe. Glaub. Ja, ich habe ja schon eine Waffe. Destination coordinates. Town squares up ahead. Go through there. Alpha team's waiting at the deal location. Good. What do you know about Ouroboros? Eine Schlange. Something about visions of a doomsday project. Ah, genau, es geht um die Ouroboros. Right. Apparently it is no rumor. You're kidding, right? You must find the man named Irving. He is our only lead. Hm. Ja, genau, es geht irgendwie, glaube ich, um eine neue Virusvariante. Es ist also ähnlich wie in Resident Evil 4, was ich nicht gespielt habe. Also, keine Ahnung. Das solltest du tun. Ah, okay, hier mit. Ich habe diesen Teil und den sechsten Teil gespielt und ich mag beide von denen. Von daher. Dann wirst du Resident Evil 4 eigentlich lieben. Ich nehme mal ein bisschen Gold mit, Dokument lesen. Wenn ihre Lebensanzeige leer ist, ändert sich der Status auf stirbt. Wenn dieser Status für ihren Partner angezeigt wird, können sie ihn aus der Nähe mit B retten. Sich selbst können sie allerdings nicht auf diese Weise retten. Das Spiel ist zu Ende, wenn ihr Partner ihnen nicht rechtzeitig helfen kann oder wenn sie und ihr Partner gleichzeitig in den Stirbmodus versetzt werden. Okay. Steuerungsarten. Ja gut, okay. Da war aber auch noch eine Tür. Von da sind wir gekommen, ne? Ja, von da sind wir reingekommen. Es ist ein bisschen ungewohnt für mich. Ich spiele es ja mit Controller. Ich weiß nicht, wie du spielst. Spielst du es mit Tastatur? Ich spiele mit Tastatur, ja. Okay, dann hast du auf jeden Fall eine andere. Ja. Oh, ich freue mich. Ich freue mich immer, wenn ich Resident Evil 5 spiele. Ich habe ein Messer. Hast du mein Messer gesehen? Ja. Sieh dir mein Messer an. Oh.
Oh Gott. Ja, wie gut, dass es kein Friendly Fire gibt. Ne. Ja, dann gehen wir weiter. Gehen wir weiter und machen alles kaputt. Kommt aber jemand. Untersuchen. Der Körper ist noch warm. Was ist hier bloß passiert? Der schläft doch nur. Oh. Da? Tür aufgemacht. Wie eine richtige Frau. Da liegt ein Tierkadaver auf dem Tisch. Ist er vielleicht für eine Zeremonie? Wir haben noch gar nichts hier gefunden, Mann. Gehen wir was. Ja, machen wir. Die Schrift ist krakelig. Alle nicht eingeweihten werden ihre Strafe erhalten. Sie werden den heiligen Tod sterben. Wir werden sie vor den Fesseln der Boshaftigkeit erlösen. Wieso das denn? Haben wir jemals was Böses getan? Nee. Noch nicht. Glaube auch nicht. Noch. Oh, grünes Kraut. Ja. Nimm mal das grüne Kraut mit. Ich habe nämlich 2 grüne Kräuter und ich habe auch noch insgesamt 13 Schuss. Ja. Wie eine richtige. Du kannst ja auch mein Menü anzeigen lassen, ne? Ja, ich kann deins sehen. Gut. Hier, ich könnte nämlich hier mit dem linken Stick plus A könnte ich rennen, oder wenn ich einfach den linken Stick reindrücke. Irgendwie können wir uns auch Gegenstände geben, glaube ich. Ja. Ich glaube auch. Ups. Ah, hier, geben. Man muss. Ups. Du hast gerade dein grünes Kraut verwendet. Willst du noch eins haben? Ich hab halt noch 2. Ja, ich habe auch noch 1. Ja, ich glaube, die Tür können wir nur zusammen öffnen. Ja, gehen wir mal rein. Das ist ein sehr teamorientiertes Spiel. Ja, und so gut wie wir schon Teamspiele gespielt haben. Ja. Da geht das schon. Ja. Hallo. Wie gut verstehst du dich eigentlich mit Horror? Eigentlich ganz, ganz gut. Ich habe schon den ein oder anderen Resident Evil Teil gespielt. Ja. Hey, Sir, geht es Ihnen gut? Sollen wir Ihnen eine Ambulanz rufen? Ja. Das ist meine Reaktion, wenn ich einen Apfel esse. Wie? Magst du keine Äpfel? Äpfel sind super. Ich liebe Äpfel. Aber nur die süßen Äpfel, nicht die sauren. Oh, genau die liebe ich. Ja, was? Du magst saure Äpfel? Ja. Oh mein Gott. So ein netter Granny Smith, ne? Oh mein Gott! Scheiße. Was ist los mit dir? Du schaffst das schon. Oh, da. Oh, sehr gut. Hast du den gesehen? Doch, du schaffst das schon allein. Ich hab dich ganz angefeuert. Wie macht man denn? Ich glaube, auf dem Steuerkreuz bei dir müsste das sein, irgendwo. Oder? Ich kann es nicht machen. Nee, Steuerkreuz wechselt, glaube ich, die Waffen. Genau. Ja, da kann ich nämlich das. Könnte ich dir ein Erste Hilfe Spray geben? Mhm. Oder halt eine Heilung. Oh, Muni. Ach, Muni brauche ich unbedingt. Oh, gerne. Oh, sind da auch irgendwie Bananen dabei? Sind da Bananen dabei? Es sind keine Bananen dabei. Wie können Sie es wagen? Ich liebe Bananen. So, wir klettern mal hier kurz aus dem Fenster, ne? Au. Wie eine richtige Frau. Ich habe überall Glassplitter in meinem Körper. Das ist in Ordnung. So. Dann gehen wir mal weiter. Und da, hier kommen jetzt ein paar Leute, die uns guten Tag sagen wollen. Ja. Hui.
Au. Komm, wir machen nochmal Nahkampfangriffe. Ich messe euch alle zu Tode. Ich habe gleich keine Munition mehr. Ja, es ist, das ist ein guter Moment, dir zu sagen, dass hier eine Menge Leute kommen und wir es, glaube ich, nicht schaffen müssen. Und deswegen sage ich, gehen wir mal weg. Ja, wir rennen mal weg. Oh, warte mal. Hühner! Da rein, schnell! Ich muss mich heilen. Oh, ich glaube, ich sterbe hier gleich. Danke. Und rein hier. Oh, ich sterbe. Oh, oh. Danke. Schnell rein. Mach dazu. Ich hab doch schon zugemacht. Alter. Das Brot ist kocht. Ja, im Dudort, du hast noch eins, ne? Ja. Glaub ich. Du weißt, was man mit roten und grünen Kräutern macht, ne? Ja, natürlich. Ich habe jetzt gedacht, wir könnten das noch schaffen, weil theoretisch kann man das schaffen. Irgendwann gehen die Leute hinaus, aber wir haben nicht so viel Munition, da ist das Problem. Ja, ich hab nämlich nur noch einen Schuss und du bist komplett leer. Come on. Oh. Ich brauche Munition. Und hier muss doch irgendwo was rumliegen. Ach, was? Eine riesige Axt. Ich glaube nicht, dass sie zum Fällen von Bäumen benutzt wird. Ich glaube schon. Okay. Das ist besser. Boah, die mache ich kaputt. Boah, die will ich kaputt machen. Hab wieder Munition. Ah, Munition. Noch mehr Munition. Ja, lade nach. Na, oh, das wird super. Ich glaube, wir müssen da runter. Hier. So gerade. Ja, komm, schwing deinen Hintern hier runter. Sehr schön. Warte. Was machst du da? Meine Munition gut haben. Oh mein Gott. Ich bin nicht. Sehr gut. Oh. War nichts hinterlassen. Hast du auf eine Spinne geschossen? Nee, eine Ratte. Lass doch die armen Ratten in Ruhe. Aber die haben Geld. Ja. So, die haben Geld. Du sagst mir, das ist nicht gleich. Erinnert mich irgendwie an die Krähen. Schon wieder die Hälfte meiner Schüsse in so eine Ratte reingeballert. Ach, wird schon klappen. Ja, irgendwie. Vielleicht haben die ja Geld bei sich. Wie auch immer Ratten Geld haben können. Wir müssen auch irgendwie Essen kaufen, ne? Im Supermarkt. Ja, klar. Oh, das ist ein grünes Kraut. Oh, grünes Kraut. Oh, grünes Kraut. Ich noch ein bisschen Pistolenmunition nehme ich mit. Und dann mal raus hier. Ist ja gut. Come on. Am besten ist, wenn das Chris mal sagt. Ja, come hurry. On. Okay. Hurry. Hurry. Falscher Knopf. Jetzt bin ich nicht. Ich bin auch nur ein Mensch. Hast du mal gesehen, wie du aussiehst, ey? Ja, ich sehe aus, als ob ich Steroide genommen hätte. Sieh dir meine Muskeln an. BSAA. Ja. More like BUFF. Das ist der Typ, der uns die Waffen gerade gegeben hat, ne? Dem geht's gut. Yeah. Ja, da freuen sie sich.
Und jetzt die da. Oh shit. Jetzt bitte nur auf Deutsch. Ich hab nichts verstanden. was jetzt? Okay. So, ich würde sagen. Wir verschanzen uns erstmal. Ja. Ich pack mal hier mit den Schrank vorne, ne? Damit die ja nicht durchs Fenster kommen. Ja. Dann packe ich den Schrank mal vor die Tür, damit sie nicht durch die Tür kommen. Dann verbrüge ich mal die Kokosnüsse hier. Ich dachte dir mal auch. Weil für Munition hier überall ist, ey. Oh, cool, Munition. Und in den Tomaten. Oh nein, ich kann ihn nicht treffen. So, ah! Hat einen Schrank auf mich geworfen. Was? Ah! Ah, shit, sie sind drin. Ja, ein paar von denen sind drin. Ja, I see that. Ah, sie kommen rein. Wir haben doch alles hier zugemacht, Mann. Ja. Lade nach. Jawohl. Bei mir ist das Fenster irgendwie gar nicht kaputt. Also bei mir schon. Ah, da ist sie an den Schrank geworfen. Ja. Ah! Kommt nur her! Ins Gesicht. Mit in die Fresse. Und nochmal. Und ich bin am Sterben. Okay. Steh auf. Rotes, grünes, rotes Kraut. Oh, wir sollten abbauen. Ja. Folge mir auffällig. Das ist nicht da weit rausgerissen wollte. Wir müssen, glaube ich, nach draußen. Ja, wir sollten abbauen. Oh, wir sollten abbauen. Oh mein Gott. Ja, gutes Timing. Ja. Oh Mann, ist das hektisch. Yes. Danke. Wirklich, hat er die falschen Knöpfe. Aua. Oh mein Gott. Oh, ich würde da weggehen. Ah ja, ich. Steht ein dicker. Ja. Oh oh. Ah. Oh, ich bin gerade voll weit weg. Heim, wir können über alles reden. Oh mein Gott. Warte mal, ich habe eine Idee. Ja. Okay. Komm, die laufen jetzt hierher. Ja. Der ist nicht dadurch gestorben. Oh, ich bin so gut wie tot, ey. Yeah. Zum Glück weiß ich, was hier ist. Oh. Ich weiß es nämlich leider nicht. Oh, pass auf hinter dir. Ah! So, lenk die mal hier hin. Geh mal weg da. Zack. Oh, der Dicke ist in die Knie gegangen. Ich habe keine Munition mehr. Dann sollten wir vielleicht rennen. Oh, keine Angst, Alter, ich hab dich. Ja, danke. Geh mal irgendwo hier rennen. Wo bist du? Oh. Da unten bist du. Hey, gesagt, ich hab eine Granate gefunden. Yes. Nein, falsch. Ah, Vorsicht, oh nein. Oh. Werfe. Oh, danke. Oh, der Dicke. Nein. Oh, thanks. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ah, oh, mein Gott. Nein. Nein, 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 nein. Kann ich's machen?
Oh, ich sterbe. Nein, 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 kein Ding. Moment, Moment. Nimm's das! Oh, das hat gar nichts gemacht. Was? Oh mein Gott, ist das hektisch hier! Oh mein Gott! Ja. Oh fuck! Nein, der Dicke hat mich! Zack! Das gibt's nicht! Oh mein Gott, ist das hektisch! Ich verliere dich die ganze Zeit aus den Augen, ey. Ja, ich auch. Oh mein Gott. Aua! Warte, ich bin ein bisschen weit entfernt. Ah, ja. Oh, ich bin tot. Nein. Nein. Ja, die erste Level hat es ein bisschen in sich. Aua. Au. Aber danach wird's schön. Ja, ich bin tot. Ihr müsst doch nicht extra noch drauf kloppen. Ich möchte gerne was kaufen. Machen wir schon Geld? Glaube ich. Ja, ich habe. Ich habe aber nicht genug. Was willst du denn? Ich hätte mir sonst so eine Maschinenpistole geholt. Ja, davon kriegst du gleich eine. Ich weiß nur nicht wo. Also ich bin bereit. Ja, ich kann dir sagen wo. Ich habe die gerade eingesammelt. Ja. Wenn du da hinten am Tor bist. Deshalb müssen wir wieder zumachen. Ja. Ihr kommt hier nicht rein. Aber wir sind auch gar nicht voll geil, sehe ich gerade. Hör mal. Oh, sehr gut. Sehr, sehr. Tanks! Hier kaputt, wenn wir hier drin sind, ne? Er ist weg. Alle nach. Auch hinter uns. Der näher. Da, falscher Knopf. Warten wir, bis der Dicke kommt, dann gehen wir raus hier. Ja. Come on! Schießt ja die ganze Zeit wieder da raus. Nein, raus hier. Kommst du nicht rein? Bleiben Sie draußen! Oh, hab keine Muni. Oh, die andere Tür ist offen. Aua, that will. Oh Gott. Ah. Oh, ich habe keine Muni. Aua. Ich bin so gut wie tot. Aua. Ich bin. Bist du? Ich bin noch hier drin. Oh nein! Hier sind noch überall Leute. Sadiro ist tot. Oh. Au, 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 au. Ja, so gesagt, ungefähr bei mir aus. Ihr Partner ist tot. Ja. Nein. Ach. Ich habe immer noch kein Geld. Das Geld wird leider nicht gespeichert. Nee, das wird erst gespeichert, wenn wir hier fertig sind. So, kannst du uns mal bitte wieder hochheilen? Moment, erstmal. Ja, erstmal die Schränke, genau. Erstmal die Schränke. So. Hier. Ja, oh, da ist ja noch mehr Pistolenmunition. Noch mehr. Oh, ich brauche ein bisschen mehr. Ah, nein, das wollte ich gar nicht machen.
lade nach. So, wir müssen mehr Leute da draußen erledigen. Ich habe mir seine Flasche kaputt geschossen. Ich habe den Fernseher mit dem Messer kaputt gemacht. Hey, ich habe eine Handgranate. Cool. Ja, ich habe auch eine. Warte. Oh, die kommen hier rein. Bleibt draußen! Ihr seid nicht willkommen! So. Bleibt ihr draußen! Bleibt ihr da, wo ihr seid! Warte mal. Ich werf euch jetzt die Granate da raus. Das ist doch schon viel besser. Ja. Hier. Warum müssen wir Muni? Geh weg. Ich glaube, wir sollten nach draußen gehen jetzt. Ja. Aua. So gut wie tot fast. Ah. Ja, bleib mal hier. Lade nach. So. Geil. Und jetzt raus hier. Raus, 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 raus. Oh mein Gott. Gott zum Glück. Jetzt geh ganz bis zum Tor und dann nach rechts. Da ist da irgendwo ein Koffer. Okay. Ah, ich sehe Koffer. Oh, Maschinenpistole. Mehr. Na, dann zum, dann zusammenbleiben. Fuck, lit. Oh, ich habe keine Muni. Ich renne jetzt mal ein bisschen. Ich habe wieder Muni. Jetzt schieße ich wieder. Hinter dir. So, ich glaube, wir sollten. Ich glaube, wir sollten lieber rennen. Ja, wir sollten rennen. Wo bist du? Ich habe keine Ahnung. Ich sehe dich auch. Ich sehe ihn auf der Karte. Okay. Ich bin in so einem Haus drin, ne? Sammeln hier Sachen ein. Ja, sammeln so mal Sachen ein. Ich versuche auch hier irgendwelche Sachen einzusammeln. Hey, Gold. Oh. Ah. Oh Gott. Oh, der Dicke ist bei mir. Okay, lass mal hier hochklettern überall. Ich glaube, da sind wir sicherer. So, ich bin. Ah! Lade nach! Wo bist du? Wo bist du? Ich bin irgendwo unten! Fuck! Oh, da ist der Dicke! Ah! Nein, keine Munition mehr! Ah, da bist du. Ah, da kommt der Dicke. Einfach rennen, einfach rennen, einfach rennen. Geht's da oben. Tschüss. Ich elektrisiere nicht mal. Wo bist du? So gut wie tot. Keine Ahnung, wo. Oh, ich bin tot. Oh Gott, wo bist du? In der Mitte irgendwo. Oh, du bist tot. Ich bin tot. Nein. Weißt du, was das bedeutet? Ja, dass wir wieder tot sind. Komm schon, schaffen wir. Mist. Ich weiß, das ist ein bisschen frustrierend, aber ich schwöre, alles danach ist einfacher. Ich weiß. Gott, ey.
Ich weiß nicht, warum das Spiel so heftig irgendwie anfängt, aber alles danach ist viel einfacher. So, und ich muss mal lernen. Ich muss mal gucken, wie ich hier Schnellauswahl irgendwie mache. Ich glaube, ich muss meine Sachen irgendwie anders sortieren. Mein Menü. Ah. Okay. Oh, vielen Dank. So. Oh Gott, nein! Sie kommen! Schon drin? Ja, sie haben den Schrank schon umgeworfen. War aber ein schöner Schrank, Mann. Ja. Er war von Ikea. Ja, fang. Draußen. Oh, oh, oh. Hab ich die gerade kaputt gemacht? Was hast du gemacht? Du Idiot! Ich hätte nicht gedacht, dass die so stark war. Nadia. Ich bin so hektisch. Hört auf! Ich muss mich heilen, ich muss mich heilen, ich muss mich heilen, ich muss mich heilen. Jetzt habe ich auch kein Kreuz, kein Kraut mehr. Ich habe nur eins. Oh nein. Oh, was ist denn? Ich habe nur eine. Nur einen Schuss. Moment, Moment, Moment. Ich kann dir helfen. Geben. Hier. Okay. Thanks. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Hey, schnell raus. Durchs Tor durch. Raus hier, raus hier. Raus hier. Au! Nein. Nein. Thanks. Oh. Da haben wir mit der Flasche eine übergezogen. Ja, da lang, genau. Muss irgendwo hochklettern am besten. Ach, hier kann man nicht. Ja, hier kann man nicht. Oh mein Gott. Finger weg! Ich drücke die ganze Zeit die falschen Knöpfe. Aua. Oh, ich war gerade da. Ach, warte. Einfach durch. Dürfen wir mal durch, dankeschön. Oh, das ist ein Grüß raus. Oh mein Gott. Ah, ich bin spät. Ich war gerade da. Nein, nein. Oh. Ich stand genau davor. Mit dem Kopf im Fass rein. Ja. Ihr braucht es nicht, nicht noch rein zu blenden. Ich weiß, dass ich tot bin. Okay. Wir müssen uns die Munition ein bisschen aufteilen, glaube ich. Ja. Warte, du hast eine Granate, gib mir die andere. Hier liegt eine. Ja. Neben dem Schrank liegt eine. Ja, ich weiß. So, hier ist noch Munition. Okay. So. Sieht schon viel besser aus. So, einer ist weg. Wenn die gleich den Schrank umwerfen, dann werfe ich direkt eine Granate raus. Mach das. Auf die Sekunde genau. Bleib draußen! Au! Ich hab vergessen, uns zu heilen. Ach, danke. Nein, da wollte ich nicht. Moment.
Moment, ich heile uns erstmal. Da hinter dir. Das stirbt doch. Oh. Geht schon wieder die Muni gleich aus. Was das? Was mit Ian? Oh, ich kann die Tür nicht öffnen, weil der Schrank davor ist. Quatsch! Oh! Und der Dicke kommt. Ich gehe raus, ja. Ja, gehen wir raus hier. Folgt mir, folgt mir. Nein! Nein! Ah. MG. Ich gehe ja die Treppe hoch. Gut. Ich habe keine Muni, nämlich. Verdammt. Wo ist der Muni? Ich glaube, in den Häusern ist, glaube ich, Muni. Ja. Aber da will ich gerade nicht rein. Oh Gott, der Dick ist bei mir. Ich habe gerade 50 Schuss mit meiner MG drauf gefeuert. Der ist immer noch nicht tot. Der ist tot. Ja, auf den sollst du dich, glaube ich, nicht konzentrieren im Moment. Ich habe eine Granate. Der verschwert. Oh, jetzt. Der verschwert das Fenster. Ich komme da nicht durch. Ah! Warum ist dieses Spiel so stressig? Aua! Friss die Granate! Ich habe gerade einen Obststand in die Luft gesprengt. Geil! Aua! Ich bin direkt hinter dir. Ja. Moment mal. Bist du hingegangen? Ah, oh, ich bin tot. Ich sterbe. Danke. Nein. Nein, ich bin so weit weg. Aua. Du bist immer so weit weg von mir. Dabei war ich doch direkt hinter dir. Ich hatte eine Brandgranate. Die sind eigentlich ziemlich gut. Da war echt so ein Schlecht. Wie lange geht eigentlich? Wie lange geht eigentlich der erste Part schon? Schon 43 Minuten. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch eine Runde. Ja. Da so, wir schaffen halt keine Ringe. Warum ist das so stressig? Hier läuft, glaube ich, so ein Typ mit so einem Megafon herum. Ich glaube, den müssen wir auch erledigen. Ich glaube, dann spawnen ja keine Leute mehr. Ich glaube, irgendwie so weit war das. Wir haben den versucht anzuballern, aber wir sind mäßig die Munition ausgegangen, bevor der kaputt gegangen ist. Meine ich jedenfalls. Ich glaube, wir müssen den erledigen. Dann kommen ja weniger Leute. Ach, da oben ist er. Wo ist er? Da ganz oben, wo der vorher war. Ah, oh. Der ist tot. Naja, noch nicht. Ich treffe ihn die ganze Zeit. Ich glaube, jetzt hat er abgelebt. Ja, ja. Er ist tot. Ja, ich glaube, das hilft ein bisschen. Wenn ich mich nicht irre. Bleibt draußen. Ihr kommt hier nicht rein. Geh mal zum anderen Fenster. Zur anderen Tür, meine ich. Oh, der Schrank ist kaputt. Oh, die sind hier. Ja, ich muss mich hier ein bisschen um die hier kümmern. Wir haben Gäste. Ja. Ich habe gerade keine Zeit, die in Empfang zu nehmen, da ich mich hier um unsere anderen Gäste hier kümmern muss. Mit meinem Messerchen. Ich will auch. Du willst keinen Zwang an.
Wir haben alle weggekickt. Hab den mal gestochen. Au. Oh nein. Oh nein. Ich bin hier drin. Ich bin hier drin. Hier sind eine Menge Leute. Oh. Wir haben es halt überlebt. Warte. Warte. Kirianada. Stark. Oh. Oh, warte, Moment, ich habe auch eine. Granate! Aber. Lade nach! Dann. Nein, du warst doch gerade bei mir. Wo bist du? Komm mal hier raus. Ah, ich. I'm trapped. Oh Gott. Okay, ist da noch einer hinten? Der Deckel ist übrigens bei mir. Nein, ich sehe das Ding nicht. Ich lock den mal hier an das Fass ran. Ah, sehr gut. Nein. Oh, ich sterb schon wieder. Oh, ich doch gerade geil, Mann. Recht, recht. Pass. Schieß drauf! Warte, der Dicke ist nicht hier. Oh. Okay. Ja, ich habe keine Muni. Oh nein. Oh nein. Nein, 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 nein. Oh. Granate, schnell. Bis dann. Tag. Ja. Bleibst du da, wo du bist? Oh, Lady MG. War ein bisschen Muni. Okay. Ah. Na oben! Na oben! Okay. Oh Gott, das schwenkt gerade volle Möhre. So. Oh, hier ist noch ein Fass. Lass mal hier rüberspringen. Das Kraut! So, warte. Den kann man so erledigen. Oder auch nicht. Okay. So, weiter rüberspringen. Jetzt einfach rennen, einfach rennen. Diese Level heute noch schaffen. Ja, ich möchte das auch gerne noch schaffen. Dann Kirk, du könntest jetzt bitte mal kommen. Wenn das wäre voll Knorke von dir. Oh, Pistole, Muni. Ah, der dicke, dicke. Ist in das Haus hier. Das hier hoch. Du bist wieder woanders. Hilfe. Ein Stupser da auf dem Brust, dann geht das schon wieder. Ja. Muss nachladen. Oh, hier rein, ja. Oh, ich glaube, wir haben es geschafft. Nein, gar nichts ist in Ordnung. Wo bist du? Ich bin gerade nach oben gelaufen. Ah! Oh, ich brauche. Okay. Ah, ich brauche ein bisschen Hilfe hier. Der Dicke ist bei mir. Lauf, 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 lauf. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Ich weiß, oh. Bist du oben oder unten? Ich bin oben. Da kommt der Dicke jetzt hin. Treff mich am Tor hier. Wo ist das? Ah, oh, ja, sie brennen. Ich sehe es gerade.
So langsam kann er mal aufhören, ja. Aber ich bin reingesprungen. Okay, endlich, Mann. Ja, endlich. Oh Gott, ey. Oh, endlich. Ja, wir nehmen Cover. Das war einfach. Wir sind jetzt, glaube ich, nur seit 50 Minuten hier drin. Ja. Ende von Kapitel 1. Hey, immer noch B. Ich habe auch B. Ja. Also Präzision und A, besiegte Gegner S, gestorben. Oh mein Gott, wir sind 5-mal gestorben. Ach, warte. Na komm, weiter. Ja. Ich glaube, kommen wir rein ins Menü oder so. Ja, yes. Okay. Gut, das war der erste Part von Resident Evil 5. Ja. Es geht heiß her. Kann nur gut sein, so wie das jetzt hier gerade alles passiert ist. Genau. Und ja. Weiß nicht, ob ich das hier noch schneide, oder ob ich den ersten Part hier mit diesem Spektakel beginne, aber werden wir ja sehen. Ne? Ja. Das war jedenfalls für diesen Part. Im nächsten Part machen wir das nächste Part. Genau. Ciao, ciao. Ciao, ciao.